ich auf der Lauer. Okay. Ich einziehen mit schnell gefallen treffen, na gut. Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen man muss nur lang genug gedrückt halten und dann schafft das. Und dann schießt sie automatisch, wenn man dann loslässt. Okay. Baum in der Nähe erklimmen. Ah, na dann. Bleibt jetzt noch die Frage. Direkter Weg, geht das? Ja, der direkte Weg geht. Super. Ja, sobald das hier so dicht ist, bam, getroffen. Und dann in den Häufen. In das Blätterdickicht da springen. Jetzt, sorry, dass ich so lange gebraucht habe. Aber habt ihr nicht unbedingt geschrieben, was man genau machen muss? Okay, so geht's schon mal nicht hoch. Ach komm. Irgendwie muss man doch auch da hoch können. Ah, ich kann mir schon denken, wo. Und zwar hier. Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Okay, Agathe. Wo bist du schon wieder? Der falsche Makondal sammelt Anhänger. Sie versuchen, die Schmuggeloperationen im Bayou zu übernehmen. Wer weiß, was sie damit finanzieren wollen. Es gibt eine Schmugglerin, eine Frau namens Elise Lafleur. Sie kennt jedes Loch und jede Windung der Sümpfe. Vielleicht kannst du sie überreden, dir zu helfen. Ich kann sie bestimmt motivieren. Gut. Sobald du Makondal findest, benutze die Pfeile aus der Distanz, doch bedenke, um die Mission zu beenden, musst du direktere Mittel einsetzen. Okay. Danke für die Tipps, alter Compadre. Mal gucken. Irgendwo kann man da auch wieder synchronisieren, oder müssen wir dann noch weiter hoch? Okay, anscheinend müssen wir noch weiter hoch. Ach, es geht sogar weiter hoch. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Wow. Oh Mann. Das ist immer so ganz weit hoch sein muss. Also. Oh Mann. Alle Achtung. Ach du Scheiße. Ja, ja, ich habe immer noch leichte Höhenangst, also. Ach, hier kann ich synchronisieren. Danke, danke. Puh. Mein Gott. Schöne Aussicht, aber. Okay, ich hoffe, sie bricht sich jetzt nicht die Hacken. Ja, vielen Dank. Na dann. Rennen wir mal zu der guten Lafleur. Oder brechen uns den Fuß. Aber ich frage mich, das hier sind doch die Sümpfe. Also müssten hier doch auch irgendwo Krokodile sein oder so. Ach, da sind schon wieder ein paar Gegner. Aber hier sind es keine Krokodile, also. Damit könnte ich nicht so gut leben.
Na, wer würde schon gern im Wasser schwimmen, wo Krokodile rumrennen? Na, rumrennen eher nicht, sondern eher schwimmen, aber ihr wisst, was ich meine. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Ihr gebt den Fluss auf. Oder wir nehmen ihn uns. Oder ihr leidet, bevor ihr sterbt. Drei Möglichkeiten also. Ihr wollt mir drohen? Ihr Brackwasserparasiten habt ihr nicht mehr zu melden als die Mistkäfer. Ihr hört besser auf die Lady. Wir sind in der Überzahl. Sieh dich um, alter Mann. Deine Lakaien fliehen beim ersten Anzeichen von Ärger. Ei, aber diese Lady allein könnte es mit einer Armee aufnehmen. Und der Sumpf ist auch nicht euer Freund. Mhm. Na dann. Schauen wir doch mal. Ah. Die Banditen unentdeckt erledigen. Na dann. Ein bisschen schwierig. Ach Mann. So, einer weniger. Wieder einer. Silence. Si rapide. Die Schmuggler retten, na dann. So. Zwei schon mal erledigt. Kommt her, ihr Schweinchen. Ihr seid ja Weicheier. Wer zum Teufel bist du? Zeigt ihr so eure Dankbarkeit? Ich bin kein Feind, wenn ihr das fürchtet. Ich fürchte nichts. Mein Name ist Aveline. Ich suche den Anführer dieser Männer. Er nennt sich selbst François Macondal. Du suchst ihn? Was willst du? Ihn erlösen. Ah! Eine Frau ganz nach meinem Geschmack. Ich heiße Roussillon. Meine Komplizin ist Elise. Obwohl man ihr schon andere Namen gab. Helft mir, ihren Stützpunkt zu finden. Niemand kennt diese Gewässer so wie ihr. Im Gegenzug stelle ich das Gebiet wieder unter eure Kontrolle. Wir haben Jahre der Arbeit in dieses Lager gesteckt. Wozu würden wir deine Hilfe brauchen? Vier Gründe liegen dort. Wollt ihr eure Waren nicht ungehindert transportieren? Wenn du glaubst, da wäre nur ein Stützpunkt, brauchst du mich wirklich. Die Kerle sind überall, wie das Sumpfgas. Dann sind wir einig. Elise hilft dir, die Taugenichtse zu finden. Die Schmuggler treffen. Ja, haben wir jetzt wohl erfolgreich geschafft. Okay. Wir können denen mal wieder aufs Dach steigen. Das sollten wir auch gleich mal machen. Oh Mann. Okay, wohl doch nicht aufs Dach. Ach nee, sagt mir nicht da ganz hoch, also. Wow. Es tut mir leid, Aveline, aber was soll man da machen? Ja, Tatsache. Es ist dieses Bäumchen da. Na super.
Was soll ich da hochkommen? Hallo? Ah. Oh Mann, das kann jetzt was werden. Wow, wow, wow. Jetzt leckt er aber. Okay, so geht's auch nicht. Na gut, dann halt nicht. Vielleicht kommen wir später hoch. Wenn hier schon ein Kanu steht, sollten wir es auch nehmen. Ja, das Kanu besteigen wir jetzt mal. Jut. Mal schauen, wo sind die gute Elise? Sie hat auch ein Kanu genommen, na dann. Ach, hat sogar zwei da. Na gut. Ich will da runter, danke. Hast du ein Kanu dabei? Oder glaubst du, deine edle Herkunft schützt dich vor den Alligatoren? Nimm besser eins von meinen und lerne schnell, es zu benutzen. Ich glaube, ich hab's schon sehr gut drauf, also. Aber trotzdem danke. Schmuggler ist ein hässliches Wort. Sogar Sklaventreiber gelten als Händler. Wieso nennt man mich nicht Königin des Sumpfes, Beschützerin der Unschuldigen, Paddellehrerin und Verteidigerin des Handels? Das wäre zu lang für einen Steckbrief. Sag mir, wann fing euer Ärger mit Macondals Männern an? Zu der Zeit, als der spanische Gouverneur eintraf. Aber das ist bestimmt ein Zufall, ganz sicher. Na, ich glaube nicht an Zufälle, Kleines. Das hängt bestimmt miteinander zusammen. Weiter werden wir auf dem Wasser nicht kommen. Ja, bin noch gut hinterhergekommen. Sie haben Ihren Stützpunkt um ein altes Schiffswrack errichtet, nicht weit von hier. Der andere Stützpunkt ist etwas weiter. Dort. Ich sehe mir das mal an. Du spähst voraus. Oui, oui, mon capitaine. Da sind Alligatoren hinter euch. Ah! Ey, lass mich los. Ich hab keinen Krokostiefel, du kleiner Mistkerl. Ach, der daneben. Ach, ich hasse Quicktime. Diesmal. So, erledigt. Gut, dass ich nicht gewettet habe, wer gewinnt. Hätte verloren. Und kaum ein Kratzer an dir. Na, hier ist hübsche Beute. Ein Alligator-Ei. Nimm es. Du hast es verdient. Das Alligator-Nest plündern, na dann. Aveline. Eine Frau unter Reptilien. Sind wir das nicht alle? Ue. Das ist wahr. Nun gut. Wenn du den Bastard nicht gleich hier aufspießt, treffen wir uns am nächsten Stützpunkt. Alles klar. Vielen Dank. Alle Alligator-Eier einsammeln, um eine besondere Belohnung zu erhalten. Na dann. Okay, da geht's schon mal nicht weiter. Bin ich überhaupt richtig? Ja, ich bin hier richtig. Okay. Den Kehlf und seine Gefolgsleute töten, die verfolgen in 3 Minuten eliminieren. Na dann.
Dann geh hier. Oh Mann, da ist aber jemand neugierig. Was hast du hier zu suchen? Ah! Wow, wer ist denn hier gleich so böse? Au. Wow. Ich verliere sie aus den Augen. Du hast deinen eigenen Kumpel umgelegt. Wow. Hat er uns einfach vergessen, der Arsch. Ah! Ja, leider dauert das Nachladen immer noch so lange wie früher.